Hallo Leute, willkommen bei einem neuen Video bei mir und heute werden wir mal über das Thema Asthma reden. Wurde auch von einem Abonnent von mir empfohlen und dann werden wir heute mal etwas über Asthma reden. Ich erkläre jetzt mal ganz einfach, dass auch jeder versteht von euch, was Asthma eigentlich ist. Wenn wir jetzt mal als Beispiel, hier als Beispiel einen Luftballon jetzt in die Hand haben würde und den aufpumpen würde. Da kommt ja ganz viel Luft rein. Und bei Leuten, die halt eben Asthma haben, als Beispiel, ich stecke jetzt hier einfach einen in den Luftballon ein Strohhalm rein. Und dann würde mir der aufpusten. Dann bemerkt man sehr schnell, es kommt auch nur sehr, sehr wenig Luft rein. Und die Luft geht auch deutlich langsamer raus. So dürft ihr Asthma euch vorstellen, so ist das auch eigentlich auch, weil wenn ihr zum Beispiel bei Asthma, die haben ja Luftprobleme hauptsächlich und wenn dann halt eben, die atmen jetzt ganz normal, die Luft geht rein, aber nicht mehr so gut wieder raus und ab und zu könnt ihr auch einen Asthmaanfall bekommen, das ist einfach so, wenn die eben dann durch diesen Asthmaanfall, weil eben keine neue Luft reingeht und keine neue Luft rausgeht, weil das Ganze, weil die Lunge hier zum Beispiel ist, dann bei denen extrem stark verengt und auch entzündet. Und deswegen kann es manchmal sein, dass die eben einen Asthmaanfall bekommt und so gut wie gar keine Luft mehr bekommt. Und jetzt kommen wir zu die Methode, mit der man das behandeln kann. Es gibt Tabletten, mit denen man das behandeln kann. Die Tablette kämpft gegen die Entzündung an, dass die eben nicht so extrem ist, dass die auch trotzdem ganz normal atmen können. Und es gibt auch solche Sprays, die man kennt. Die können die ab und zu mal nehmen. Auch wenn die einen Asthmaanfall haben, ist das extrem überlebenswichtig, wenn die das Spray immer dabei haben sollte. Einfach in den Mund gebe, 2-3 Mal raufklicke und dann werde die Gefäße so mit das Zeug verteilt, dass die eben ganz normal wieder atmen können. In das Spray sind 2 Stoffe drin, einmal, dass die Entzündung gehemmt wird und einmal, dass die Blutgefäße sich erweitern, so dass ihr auch wieder Luft bekommen könnt. Das ist hauptsächlich die kurze Erklärung, was ist Asthma. Wenn ihr noch weitere Fragen habt über das Thema, könnt ihr sehr gerne mal in die Kommentare stellen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen und ich würde versuchen, auf jeden Kommentar von euch zu antworten. Dann sage ich mal, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ihr könnt das Video gerne einen Daumen nach oben geben, wenn das euch gefallen hat. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal Leute und haut rein!